Gleichzeitig? Sollen wir nochmal klatschen, dann fallen dir die Kopfhörer runter. Können wir loslegen? Okay. Hallo wieder in einem unserer Träum weiter Talks. Mein Name ist Peter Alexander Hackmeier und unser heutiger Gast ist der Professor Dr. Gerald Hüther. Der Herr Hüther ist Neurobiologe und beschäftigt sich zumindest in seiner Arbeit am liebsten mit Fragen wie funktioniert unser Gehirn, wie lernen wir am besten bzw. wie funktioniert Potenzialentfaltung am besten und was läuft in unseren Schulen falsch und vor allem, wie können wir es auch besser machen. Herr Hüther, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und danke für die Inspiration. Ich habe vor eineinhalb Jahren das erste Mal von Ihnen gehört und Bücher wie dieses hier, Rettet das Spiel oder auch Etwas mehr Hirn bitte, kennengelernt. Sie haben ja auch das Vorwort für das Buch von Ali Maloji, von einem meiner Freunde, geschrieben. Und finde es insofern so schön und wichtig, weil Sie die Neurobiologie verständlich machen, zumindest für Laien, wie ich es bin. Und ich wirklich immer mehr in das Thema eintauche. Also vielen Dank einmal dafür. Ja, ich bin ja sehr lange so ein richtiger Hirnforscher gewesen, der da Hirne in Scheiben geschnitten hat und geguckt hat, wie das Hirn funktioniert. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass da an dem Hirn auch noch ein Körper dran hängt, ohne den das nicht funktioniert und die sich dann ständig auch wechselseitig beeinflussen und voneinander abhängig sind. Und dann musste ich auch gucken, dass ich das mit berücksichtige bei dem, was ich tue. Und dann habe ich auch schnell gemerkt, dass wir als Menschen soziale Wesen sind, die in soziale Gemeinschaften eingebunden sind, sodass wir auch diese sozialen Gemeinschaften brauchen. Also musste ich auch gucken, wie dann eigentlich das Miteinander aussehen sollte, damit es fürs Hirn gut ist. Und insofern habe ich dann die Disziplin Hirnforschung, wie sie im engen Sinne verstanden wird, allmählich aufgebrochen. Und das ist nun nicht unbedingt so begrüßt worden von denjenigen, die immer sagen, man darf sich nur mit dem befassen, wofür man zuständig ist. Aber ich merke schon, dass das Themen sind, die einfach in der Öffentlichkeit eine große Bedeutung besitzen. Und das ist auch sehr schön zu spüren, dass immer mehr Menschen anfangen, ein wenig besser zu verstehen, was da eigentlich abläuft und warum sie Angst haben und warum sie sich nicht trauen und warum sie nicht bereit sind oder Angst davor haben, ihre Träume zu verwirklichen. Das sind ja alles schöne Fragen. Bitte, bevor wir auf das Lernen, auf das Miteinander und auch auf unser Gehirn noch näher eingehen, würde uns Ihre Lebensgeschichte sehr interessieren und Sie beschäftigen sich ja sehr viel mit Schule und mit dem Lernen. Haben Sie noch Erinnerungen an Ihre Schulzeit und wenn ja, wie sind die? Ja, es ist schon ein bisschen lange her und das damals war Schule noch was anderes. Also ich habe, glaube ich, mit 16 war ich, da haben meine Eltern gesagt, du, jetzt musst du mal langsam. Und bis dahin war denen das vollkommen gleichgültig. Die haben gesehen, das geht irgendwie und ich habe Schule als eine Nebensache betrachtet und habe mich um das gekümmert, was mich interessiert hat. Und das waren meine Freunde im Dorf, mit denen ich das Leben entdeckt habe. Und das ist so ein bisschen Bullerbü-artig gewesen. In welcher Form entdeckt? Ich glaube, ich war vielleicht 6 oder 7, als wir da beschlossen haben, wir bauen einen Zoo. Und dann haben wir da Schnecken gefangen und Maikäfer und Libellenlarven und haben das alles in schöne Gläser gepackt und haben dann den anderen Dorfkindern gezeigt, was es alles so gibt an Lebendigen. Und da ist, glaube ich, auch der Motor gewesen, weshalb ich dann gesagt habe, dass ich gerne Biologie studieren würde. Kann sein, dass das aus der Zeit kommt, weil ich es einfach so spannend fand, was da alles so an Lebendigen herumkrabbelt und dass ich es auch verstehen wollte, also warum, wie das Leben funktioniert. Und dann bin ich halt Hirnforscher geworden, weil das fand ich dann wieder innerhalb des Lebendigen besonders interessant, dass sich da sowas wie ein Hirn rausgebildet hat und auch noch eins, mit dem man was lernen kann. Und dann war es wohl eher Zufall, dass ich gerade in einer Zeit Hirnforscher war, als dort die ganz großen Durchbrüche gemacht worden sind. Das ist eigentlich, was wir heute aus der Hirnforschung wissen, ist mit dem, was wir vor 50 Jahren geglaubt haben, nicht mehr zu vergleichen. Das ist ja wirklich ein richtiger Durchbruch. Der ist aber in der Öffentlichkeit im Grunde genommen immer noch nicht richtig angekommen. Und deshalb arbeiten wir immer noch mit Konzepten, die aus dem vorigen Jahrhundert kommen. Und ein solches Konzept heißt eben, wenn man irgendwas nur lange genug übt, entsteht das schon im Hirn. Dann lernt man das auch.
Jetzt müsste man sagen, ja, man kann alles lernen, aber nur dann, wenn es einem auch im Leben weiterhilft. Das heißt, es muss irgendwie ein bisschen unter die Haut gehen. Es muss etwas sein, was mich selbst betrifft, womit ich was anfangen kann. Man könnte auch sagen, es müsste mich interessieren. Und dann werden erst die emotionalen Zentren mit aktiviert. Und erst wenn das der Fall ist, werden auch diese neuroplastischen Botenstoffe ausgeschüttet, die man wiederum braucht, um diese neuen Vernetzungen, die man dann in diesem Lernprozess benutzt, dann auch zu verstärken, sodass das dann auch sitzt. Und deshalb ist die Aneignung und das Auswendiglernen von Wissen eigentlich nicht so richtig ein Prozess, wo man sagen kann, da ist das System aktiv. Und im Grunde genommen kann man ja auch mit dem Wissen wenig anfangen. Das ist ja im Grunde genommen, wenn ich weiß, wie lang der Amazonas ist, ist zwar nett, dann kann ich eine Prüfung bestehen und kann auch, so war das ja auch früher, vor anderen angeben, was ich alles weiß. Also habe ich das Wissen eigentlich, im letzten Jahrhundert ist das Wissen im Wesentlichen benutzt worden, um seine eigene soziale Stellung zu behaupten, gegenüber anderen, die blöder waren als ich. Das ist jetzt ein bisschen aufgehoben, weil ich jetzt immer häufiger junge Menschen sehe, die das alles nicht wissen, aber die innerhalb von kürzester Zeit viel besser als ich herausgefunden haben, wie es geht, weil diese reinen Wissensinhalte eben auch in digitale Geräte gepackt werden können und so ein kleines Smartphone kann sich viel mehr merken als ich. Und deshalb könnte es sein, dass Wissen nicht das ist, worauf es ankommt. Eher kommt es darauf an, dass man sich selbst, dass man selbst etwas erkennt, dass man es sich selbst erarbeitet und dann kommt man zu einer Erkenntnis. Das ist schon mal toll. Das ist jetzt mein eigenes, das habe ich nicht von irgendjemand übernommen, das habe ich mir selbst ins Hirn gebaut. Ist aber immer noch nicht so ganz das Tolle, weil das bleibt ja auf einer rein kognitiven Ebene. Deshalb heißt es ja auch erkennen. Und das führt nicht automatisch dazu, dass ich das auch in mein Leben umsetze. Und dann gibt es im Deutschen noch ein schöneres Wort und dort will ich eigentlich hin mit allem, was ich tue, dass man es versteht. Und verstehen, ne, das ist auch das Bein mit dabei, da kommt von stehen, das heißt, da ist der ganze Körper mit einbezogen. Das hängt damit zusammen, dass wenn man wirklich was versteht, dann geht es einem so unter die Haut, dass da auch die emotionalen Bereiche mit aktiviert werden und die wiederum beeinflussen den Körper und dann spürt man das bis runter. Und wenn man wirklich was verstanden hat, dann sitzt das so tief in jeder Faser dieses eigenen Seins, dass man dann, glaube ich, auch nicht mehr anders handeln kann, als so, wie man es verstanden hat. Herr Hütter, Sie behaupten ja auch, dass jedes Kind hochbegabt zur Welt kommt und in der wunderbaren Dokumentation Alphabet von Erwin Wagenhofer wird auch genau das bestätigt und nach der Schule sind es nur mehr 2%, weil die Schule uns aufzwingt, uns mit Fächern beschäftigen zu müssen, die uns vielleicht nicht interessieren, weil wir Zeit verschwenden müssen mit Dingen, wo wir keinen Sinn sehen oder die wir eben nicht verstehen. Jetzt in unserem Projekt in Träum weiter sehen wir, dass wir nennen es ein bisschen anders, aber als Kinder träumen wir alle, als Kinder haben wir keine Grenzen im Kopf, als Kinder spielen wir ganz viel, folgen wir unserer Begeisterung und dann kommt der Punkt, spätestens mit der Schule, teilweise sogar schon im Kindergarten, wo dieses Feuer, diese Neugier, diese Entdeckungslust einfach aufhört. Was läuft Ihrer Meinung nach schief in der Schule und welche Umgebungen würde es brauchen, um genau diese Potenziale und Träume vielleicht auch weiterverfolgen zu können? Da kann ich jetzt eine sehr freche Antwort geben. Bitte darum. Die heißt, es läuft alles richtig in der Schule, weil Schule nicht dazu da ist, die Potenziale von Kindern zur Entfaltung zu bringen, sondern Schule ist dazu da, junge Erwachsene hervorzubringen, die dieses jeweilige gesellschaftliche System stabilisieren, was diese Schule organisiert. Mhm. Deshalb gab es im Kaiserreich andere Schulen mit anderen Aufgaben als bei den Nazis oder bei den Kommunisten. Und es ist natürlich ein bisschen verträumt, wenn man glaubt, dass jetzt unser gegenwärtiges System darauf verzichten kann, Jugendliche so zu schulen, dass die am Ende auch das machen, was von ihnen erwartet wird, dass dieses System stabil bleibt. Und dieses System ist eine Leistungsgesellschaft und vor allen Dingen eine Konsumgesellschaft. Also braucht es am Ende, damit wir so weiterleben wie bisher, so weiterleben können wie bisher, braucht es möglichst viele, die also bereitwillige Konsumenten sind, denen man alles Mögliche aufschwatzen kann. Und das sind nun gerade welche, die unsere Schule auch hervorbringen. Und ob sie das will oder nicht und ob sie sich dessen bewusst ist, ist eine andere Frage, aber das ist das, wie sich das selbst organisiert.
Und jetzt kann man die Frage auch anders betrachten. Und das war es wahrscheinlich, wonach Sie gefragt haben. Wenn jetzt Schule nicht mehr dazu dienen müsste, das betreffende gesellschaftliche System zu stabilisieren, sondern tatsächlich dazu beitragen sollte, den Kindern es zu ermöglichen, in diese Gesellschaft als aktive Gestalter ihres eigenen Lebens hineinzuwachsen, die dann auch selbstbewusst sind, die wissen, was sie wollen, die gelernt haben, mit anderen gemeinsam Probleme zu lösen, die selbst ihr Wissen sich nicht auswendig gelernt haben, sondern sich erarbeitet haben, die auch ein bisschen verstanden haben, was da alles so abläuft. Die sind natürlich als Konsumenten überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Mhm. Und das wären aber dann welche, die tatsächlich ihre Talente und Begabungen entfalten. Und die entscheidende Voraussetzung dafür, dass man das kann, ist, dass das, was man mit aufs Leben, ins Leben gebracht hat, nämlich diese unbändige Freude am eigenen Entdecken und am Gestalten und dann auch am gemeinsamen Gestalten, dass diese Freude nicht verloren geht. Mhm. Und am Anfang ist die auch da. Und das bringt ja jedes Kind mit. Und so lernt es ja dann auch, was weiß ich, krabbeln und laufen und greifen und die Sprache. Und das geht alles in so einer affenartigen Geschwindigkeit, dass wenn man das mal beobachtet, wie die in 2 Jahren sich mehr oder weniger alles aneignen, ohne dass es ihnen jemand, ohne dass sie unterrichtet werden, sondern einfach indem sie es machen, weil sie es wollen. Als gestalterische Subjekte sich erleben, dann ist das schon beeindruckend und dann muss man als Hirnforscher sagen, das könnte so weitergehen, wenn nicht diese Freude am Lernen verschwinden würde. Mhm. Ich habe es kürzlich gelesen, Kinder spielen mehr oder weniger 15.000 Stunden bis zum 6. Lebensjahr und dann kommt eben dieser Glaubenssatz, oft von den Eltern, spätestens von den Lehrern, hört es auf zum Spielen, beginnt es zu lernen, wobei gerade das Spielen ja so wertvoll ist für den Lernprozess. Und genau das behaupten Sie auch in Ihrem wunderschönen Buch Rettet das Spiel, dass dieses Spielen so wichtig ist, um zu entdecken, um Fehler zu machen, um zu experimentieren und so auch Potenziale zu entfalten. Naja, wenn man so ein plastisches und formbares Hirn hat, wie wir das als Menschen haben und damit schon auf die Welt kommt, dann ist das ja ein riesiges Potenzial. Also das kann man ja eigentlich nur entfalten, indem man Gelegenheit bekommt, alles auszuprobieren. Also dann muss man mal irgendwie auf den Baum gestiegen sein und dann muss man mal in den Bach gefallen sein und dann muss man auch mal die Möglichkeit gehabt haben, alles Mögliche auszuprobieren und Kinder erschließen sich so die Welt und eignen sich so eigentlich alles an. Und das ist nicht nur so, dass das unsere Kinder so machen, sondern das machen auch alle lernfähigen Tiere so. Wer mal kleine Kätzchen beobachtet hat, wie die spielen, dann hat man früher gedacht, das sei jetzt ein gezieltes Vorbereiten auf das Mäusefangen. Das ist das Ausprobieren dessen, was geht. Mhm. Und dabei kommen die dann auch drauf, dass man diese Fähigkeiten, die dabei entwickelt werden, dann zum Mäusefangen nutzen kann. Das ist auch noch eine spielerische Entdeckung. Und die Mutter hilft ein bisschen dabei, indem die so eine halbtote Maus dann anschleppt, wo das besser geht. Mhm. Aber im Kern müssen alle lernfähigen Tiere und erst recht unsere Kinder sich die Welt durch eigenes Tun, durch eigenes Entdecken, durch Ausprobieren und auch natürlich durch Fehler, die dabei passieren, erschließen und müssen so lernen, wie das Leben geht. Mhm. Und das ist höchst unproduktiv, wenn jemand kommt und ihnen sagt, wie es geht. Weil dann, jetzt übertreibe ich es wieder ein bisschen, aber es muss man wohl so deutlich sagen, alles das, was man dem Kind sagt, kann es nicht mehr selber entdecken. Mhm. Wenn ich dem erklärt habe, wie das mit dem 4-Jahres-Zyklus der Maikäferreproduktion läuft, und mit den Engerlingen und so, dann beraube ich das Kind der Möglichkeit, es selber rauszufinden. Und dann, wenn es das nicht selber rausfinden kann, dann interessiert es sich auch nicht dafür. Hm. Und da müssen wir uns schon fragen, warum wir das überhaupt so machen. Hm. Einer meiner großen Träume, und nicht nur meiner, sondern auch der meiner Freundin, die ist auch leidenschaftliche Pädagogin, ist es, eine Schule zu gründen. Zumindest ist es seit Jahren in unserem Hinterkopf, oder auf jeden Fall Teil einer besonderen Schule zu sein. Was würden Sie uns, aber auch generell Pädagogen, Eltern, Trainer, Lehrer mit auf den Weg geben? Worauf kommt es an? Was ist das Wichtige beim Begleiten? Na, das
das hat ja auch bei mir lange gedauert und ich habe versucht, Leute dabei zu unterstützen, so andere Schulen zu gründen. Und ich habe nach Schulen gesucht, wo es funktioniert und was das Geheimnis ist, warum es dort funktioniert. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die man aus dem erstmal ziehen muss, ist, dass man wirklich auf einer breiteren Ebene Schule nicht verändern kann, ohne dass sich Gesellschaft verändert. So dass man also, wenn man schon so fragt, dann kann man eigentlich nur fragen, wie kann ich innerhalb des bestehenden, etwas verrückten gesellschaftlichen Systems eine Insel schaffen, auf der Kinder dann anders lernen und wo Kinder andere Schwerpunkte und Maßstäbe für ihr Leben entwickeln, als das in anderen Einrichtungen der Fall ist. Und wenn man das ernsthaft vorhat, dann heißt das, es müsste eine Schule sein, die all ihre Aufmerksamkeit darauf richtet, dass kein einziges Kind seine Freude am Lernen verliert. Und wenn Sie jetzt fragen, wie geht das, heißt das, das Kind darf nicht zum Objekt gemacht werden. Es muss sich sozusagen ständig als derjenige empfinden, der dieses Leben entdeckt, der seinen eigenen Lernprozess sozusagen gestaltet. Und solange das so ist, dann hört das nie auf. Leider gehen wir dann eben doch dazwischen und meinen, wir müssten den Kindern sagen, was sie zu lernen haben. Und auch das wird schwer zu ändern sein, und weil ja diese Pädagogen und auch die Eltern, die das so machen, ganz fest davon überzeugt sind, dass das so ist. Und die haben auch ein bisschen Angst, wenn sie es nicht machen, dass das Kind dann nichts lernt. Und in einer Zeit, in der der Wettbewerb und der Kampf um begrenzte Ressourcen so heftig geworden ist, wie das gegenwärtig der Fall ist, ist dann nur verständlich, dass Eltern immer intensiver versuchen, ihr Kind lebenstüchtig zu machen, indem sie es also mit allen möglichen Methoden dazu bringen, dass es diese Schule möglichst gut abschließt. Das war früher, hat sich das, also bei mir hatte ich auch vorhin gesagt, mit 16 haben mich meine Eltern das erste Mal darauf hingewiesen, dass es jetzt Zeit wird. Inzwischen ist das runtergerutscht, dieses Alter, im Kindergarten. Jetzt sind Eltern im Kindergarten dabei und trainieren ihre Kinder, bereiten sie auf das vor, was da in der Schule kommt. Auf den Ernst des Lebens. Ja, und manche tun es schon vor der Befruchtung. Also vor der Zeugung sind manche Eltern schon, haben die schon eine klare Vorstellung davon im Kopf, was für ein Kind sie eigentlich hier jetzt haben wollen. Und da kann ich nur sagen, das kann nur schief gehen. Weil dann macht man das Kind zum Objekt seiner eigenen Erwartungen und dann auch seiner Bewertungen. Weil dann, wenn es nicht so ist, wie man sich das vorstellt, dann fängt man an, da rumzumäkeln und dann denkt man, jetzt müsse man dem Kind sagen, wie es richtig ist. Dann macht man das Kind zum Objekt seiner Bewertungen und Belehrungen. Und wenn das alles nichts hilft, dann ergreift man Maßnahmen und macht das Kind dann auch zum Objekt der Maßnahmen. Und das Ergebnis ist eben, dass Kinder unter solchen Bedingungen erleben müssen, dass sie diese eigene Motivation, also dieses Wollen, sich das Wissen aneignen wollen, das müssen sie aktiv unterdrücken. Also es können sich viele Eltern wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber man muss sich mal vorstellen, man ist ein kleines Kind, will das Leben entdecken und hat so einen richtig starken Drang dazu und dann kommt jemand und sagt einem, du sollst jetzt das lernen. Das kann es ja nur, die Kinder sind so lieb und die wollen immer die Wünsche der Eltern möglichst erfüllen. Die sind dann so lieb, dass die bereit sind, ihren eigenen Drang zum Entdecken selbst zu unterdrücken. Also er wird ihnen nicht abtrainiert, sondern das ist die Lösung, die man dem Kind aufzwingt, damit es nicht mit seinem eigenen Lerndrang dauernd das stört, was die Erwachsenen wollen. Das ist ein Gefühl der Anerkennung für ja, die Kinder. Das ist das, weshalb sie es machen. Sie brauchen die Eltern, ja, und die brauchen auch deren Begleitung und Verbundenheit. Das Problem ist aber, wenn man sich sowas selbst ins Hirn gebaut hat, also das ist eine hemmende Verschaltung, die auf dem Motivationszentrum drauf sitzt. Dann ist die Motivation weg, das heißt dann null Bock auf Schule oder keine Lust aufs Lernen. Aber das hat man sich selbst ins Hirn gebaut, als Lösung. Und deshalb ist das dann so schwer, das wieder wegzukriegen. Weil wenn man es wegnehmen würde, liefe man ja Gefahr, wieder in den alten Schmerz zu kommen, dass man plötzlich wieder was entdecken will und darf nicht. Und deshalb lassen die meisten Menschen, die sich einmal so einen Deckel da drauf gebaut haben, die lassen den dann das ganze Leben lang da drauf liegen.
Und es ist es nicht nur in unserer Gesellschaft so, dass viele Eltern ihre Kinder als Objekte behandeln oder auch Lehrer, die Schüler, sondern generell in unserem Miteinander, in vielen Unternehmen, in der Politik, wir uns ständig nur als Objekte behandeln. Warum ist das so und was würde passieren, wenn wir alle unser Subjektive wahrnehmen und auch so handeln? Das ist jetzt eine wirklich spannende Frage, weil es ist ja richtig, wenn wir einander als Subjekte begegnen könnten, also auch die Lehrer ihren Kindern oder die Eltern ihren Kindern, wenn wir einander als Subjekte begegnen könnten, dann sind ko-kreative Lernprozesse und damit die Entfaltung von Potenzialen, die sind unvermeidbar. Und jetzt machen wir sowas Komisches, dass wir versuchen, so eine, wie bei einer Zahnpastatube zu drücken, dass das vorne rauskommt. Und da sagen uns die Motivationsforscher, und wir haben es ja auch erklärt, weshalb, dass das genau das Gegenteil bewirkt. Je mehr man drückt, desto weniger kommt raus, weil der sich so einen Deckel da drauf baut, auf seine eigene Lernlust. Und da ist die Frage schon interessant, warum Menschen auf so eine blöde Idee gekommen sind, ihr Leben so zu gestalten, dass sie sich gegenseitig die Lernlust austreiben. Und das geht ja für einen Biologen wie mich sogar noch weiter. Das ist ja so, dass das Leben nicht nur von, also Lernen ist ja mehr als das, was wir in der Schule machen. Also man muss eigentlich heute nach dem neuesten Stand der Biologie sagen, dass Lernen eine Grundeigenschaft des Lebendigen ist. Also Einzeller können auch was lernen, Pflanzen auch. Und brauchen wir auch kein Hirn dazu. Ist gut, wenn man eins hat. Und dann gibt es auch ganze Familien und ganze Sportvereine oder Unternehmen, die lernen können. Und da merkt man plötzlich, dass das Lernen irgendwas anderes sein muss, als das, was in der Schule stattfindet. Es ist in Wirklichkeit das Finden von Beziehungen und das Knüpfen von Beziehungen. Und wenn solche Beziehungen sich bewähren, werden die gefestigt. Also eigentlich die Umwandlung von Beziehungsmustern in Beziehungsstrukturen. Und dann hat man es gelernt, dann ist es drin und man hat, und das dient dazu, dass man mit dieser Struktur sich dann im Leben zurechtfindet. Und warum wir das machen, dass wir uns gegenseitig wie Objekte behandeln, hat eine sehr alte Wurzel. Aber die führt uns dann auch an das eigentliche große Problem unserer gegenwärtigen Gesellschaft, nämlich Menschen sind ja unterschiedlich. Und jeder ist anders und wenn Menschen jetzt zusammen leben wollen, und das müssen sie ja, weil sie voneinander nur lernen können und ein Mensch alleine kann ja gar nicht überleben und kann vor allen Dingen auch gar nichts lernen, der braucht immer diese Gemeinschaft. Und dann muss man aber fragen, wie schaffen das denn Menschen, dass die eine Gemeinschaft bilden, wenn sie alle so unterschiedlich sind. Also die brauchen so eine Art Ordnungsprinzip, was ihnen hilft, überhaupt eine Gemeinschaft zu sein. Und da hat man offenbar seit der Zeit, wo Menschen sesshaft geworden sind und Ackerbau und Viehzucht betrieben haben und Eigentum sich angeeignet haben, da hat man so eine Ordnungsstruktur gefunden, die hat sich richtig gut bewährt. Die heißt Hierarchie. Mhm. Einer oben und dann eine Leiter nach unten und jeder sagt dem Unteren, was er zu tun hat. Mhm. Das funktioniert wunderbar. Kann man Kriege führen, da kann man Verwaltungseinrichtungen aufbauen, da kann man sogar die Kirche organisieren. Und in einer Familie war es früher auch so, dass das hierarchisch geordnet war. Männer und Frauen, dieses, was wir Patriarchat nennen, ist auch nur Ausdruck einer solchen Ordnungsstruktur. Und die war notwendig. Die müssen wir jetzt erstmal sagen, okay, ohne die wäre es überhaupt nicht gegangen. Aber sie führt dazu, dass der unten ist, immer zum Objekt gemacht wird. Der Nebeneffekt ist, dass das nicht so schön ist, wenn man zum Objekt gemacht wird, verletzt das eigentlich diese beiden Grundbedürfnisse, die man hat. Man möchte ja eigentlich dazugehören und man möchte auch zeigen, dass man was drauf hat und dass man selber was kann. Und wenn ich jetzt zum Objekt einer Belehrung gemacht werde, ist der Faden der Verbundenheit mit dem, der mich da zum Objekt macht, gerissen. Der zeigt mir ja, dass ich nicht richtig bin und dass ich jetzt hier noch nicht dazugehöre, wenn ich das nicht so mache, wie er das will. Und gleichzeitig kann ich gar nicht zeigen, was ich selber kann, weil ich muss ja das machen, was der macht, was der mir vorgibt. Und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich in diese Rolle reinzufinden und Teil dieser hierarchischen Ordnung zu werden. Und dann lernt man eben eigentlich nicht mehr, wie das Leben geht, sondern wie man sich in diesen Ordnungen zurechtfindet. Und ein Nebeneffekt ist, dass dann natürlich, weil das nicht so schön ist, man auch lernen kann, wie man am besten hochkommt.
Und das macht man eigentlich nicht immer nur mit Ellenbogen, sondern meistens kommt man dann hoch, wenn man was erfindet, was noch nicht da war, was die anderen richtig toll finden. Also was weiß ich, so ein Becher oder Amerika entdeckt oder irgendwie Fußball spielt und das so gut, dass alle sagen, wow, ist ja toll. Also was da entsteht, wenn man jetzt überlegt, 10.000 Jahre gibt es das jetzt schon, dass Menschen global, überall, wo sich Eigentum herausgebildet hat und wo solche sozialen Strukturen entstanden sind, die sesshaft sind, da haben die diese hierarchischen Ordnungen gehabt und überall dort haben sich die Menschen angestrengt, von unten nach oben zu kommen und haben dabei eine Unmenge von Wissen und Erkenntnissen und Technologien und sonst was. Also wir nennen das heute wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Mhm. Und der führt dann dazu, dass die Welt natürlich zwangsläufig immer komplizierter wird. Also es wird immer komplexer. Und jetzt haben wir nach 10.000 Jahren einen Zustand erreicht. Das ist richtig interessant. Wir haben einen Zustand erreicht, wo die Welt so komplex geworden ist, so globalisiert, so vernetzt, so alles voneinander abhängig, so digitalisiert, dass das Zusammenleben der Menschen in dieser komplexen Welt mit hierarchischen Ordnungen nicht mehr zu steuern ist. Das heißt, die Hierarchie hat etwas hervorgebracht, Komplexität, was sie jetzt selbst gar nicht mehr handeln kann. Das ist wie der Zauberlehrling, ne? Das ist toll. Aber es ist natürlich jetzt schwierig, weil die Menschen kennen seit 10.000 Jahren nichts anderes als diese Hierarchien und jetzt werden die allmählich abgebaut. Sehen wir in vielen Bereichen, in Familien gibt es diese hierarchischen Ordnungen nicht mehr. Das Patriarchat ist weitgehend noch nicht ganz, aber doch schon flacher geworden. In Unternehmen versuchen sie mit flachen Hierarchien zu arbeiten. Also in allen Bereichen der Gesellschaft werden jetzt die Hierarchien abgebaut mit dem Ergebnis, dass es unruhig wird. Und diese große Unruhe, die da nun entsteht, äußert sich in den Äußerungen vieler Menschen dahingehend, dass die sagen, da muss wieder Ordnung her. Also wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wieder haben oder Pegida und irgendjemand muss also irgendwie jetzt wieder Ordnung schaffen. Das heißt, die rufen nach der alten Ordnungsstruktur, weil sie weg ist. Und in ihren Augen ist das auch die Lösung. Und in manchen Kulturkreisen nimmt das ja sogar bizarre Züge an. Also jetzt die Amerikaner haben sich da ja so eine autoritäre Führungsfigur gesucht, die ihnen versprochen hat, Ordnung zu schaffen. Aber das macht schon eigenartige. Da wird eigentlich, der führt der ganzen Welt vor Augen, dass eine autoritäre und hierarchische Ordnungsstruktur gar nicht mehr funktioniert. Das wird er auch noch irgendwann merken. Aber generell heißt es, wenn man wirklich eine hierarchische Ordnung wiederhaben will, also dass es wieder alles ordentlich ist, dann muss man die Welt wieder einfacher machen. Herr Hüther, kennen Sie den spirituellen Lehrer Osho? Ja klar, ich komme ja aus der Zeit, wo die alle nach Indien gefahren sind und dann diese in das Ashram und dann zurückgekommen sind und wo die Beatles da ihre tollen Songs gemacht haben und dann alle diese hübschen roten Kostüme anhatten. Schön. Ich frage deshalb, weil genauso wie ich Ihre Bücher verschlungen habe im letzten Jahr, habe ich mich sehr intensiv mit Osho beschäftigt, mit Kreativität, Mut, Ego. Er beschreibt ja wirklich all die großen Themen oder hat darüber gesprochen und es wurde für ihn geschrieben. Und er behauptet ja, man soll seinen Verstand kontrollieren und vielmehr eigentlich seiner Intuition folgen. Jetzt würde mich sehr interessieren von Ihnen als Hirnforscher, wie Sie das sehen, dass man eigentlich viel mehr seiner Intuition vertrauen und folgen darf, als sich von seinem Verstand und seinen Gedanken kontrollieren zu lassen. Im Prinzip hat er recht. Das gilt aber nur für solche Menschen, die keine allzu schlechten Erfahrungen gemacht haben. Weil nehmen wir jetzt jemanden, der beispielsweise traumatisiert worden ist, Vergewaltigung oder sowas. Wenn man den seiner Intuition folgen lässt, dann verkriecht er sich. Das heißt, die Intuition wird ja auch gefärbt durch das, was man erlebt hat. Und wenn das negative Erlebnisse sind, die einen eigentlich einschränken, dann ist das nicht so gut, wenn man dieser Intuition folgt. Dann müsste man eigentlich einer Intuition folgen, die man hatte, bevor man vergewaltigt worden ist. Und deshalb ist es prinzipiell richtig, dass man auf die Welt kommt als Kind mit reinem Herzen und einer guten Intuition. Aber wenn man dann durch eine Welt durchgegangen ist und erwachsen geworden ist, kann es sein, dass man den Faden zu dieser guten Intuition verloren hat und dann glaubt,
dass etwas intuitiv sei, was man aber doch in Wirklichkeit unterwegs erst sich angeeignet hat. Aber ist es nicht ähnlich mit den Gedanken? Man kommt ja grundsätzlich, gehe ich davon aus, als positiver Mensch mit positiven Gedanken auf die Welt, und dann erfährt man auch Negatives. Es kommen viele Ängste dazu, die Angst vom Scheitern, die Angst vom Loslassen. Also ist es nicht ähnlich wie mit der Intuition, dass auch wir geprägt und konditioniert sind von all diesen negativen Gedanken? Ja, Gedanken haben wir ja immer. Also was Sie wahrscheinlich meinen, sind Vorstellungen, die man dann so entwickelt. Und klar, bei den Vorstellungen ist es noch schlimmer, und die sind noch intensiver durch die Erfahrungen geprägt. Und wir haben uns ja alle bestimmte Vorstellungen angeeignet, die in dieses hierarchische System passen, aus dem wir kommen. Und deshalb gibt es da einfach Leute, die sagen, ohne Wettbewerb geht es nicht vorwärts. Mhm. Das ist eine Vorstellung. Und dann sagen uns die Asiaten und Osho, du musst diese Vorstellungen loslassen. So, und das ist im Prinzip schon richtig. Nur müsste man ja auch dann wissen, was stattdessen hochkommen will. Also nur sich hinzusetzen und einfach alles fallen zu lassen, das ist der asiatische Weg, glaube ich. Ich weiß, bin ich ganz verstanden. Aber dann landet man im Nirvana, wo man alles losgelassen hat. Und das ist nicht der Weg, den die europäische Zivilisation gegangen ist. Wir haben was anderes gemacht. Wir haben gesagt, man muss die Vorstellungen wohl loslassen, damit man zur Liebe findet. Das kennen die dort nicht. Und das Stichwort heißt Nächstenliebe. Und ich glaube fast, dass das eine Weiterentwicklung ist. Nämlich, dass man ein Leben führen möchte, in dem man nicht Opfer seiner eigenen Vorstellungen oder Impulse oder so ist, sondern dass man ein Leben führen möchte, was im Einklang mit sich selbst, mit der Natur und mit den anderen Menschen geführt wird. Das sagen die dann wieder auch. Aber damit wir im Einklang mit den anderen sind, dürfen wir sie natürlich nicht als Objekte behandeln, das sagen die auch, aber wir müssten ein Interesse an denen haben. Und das sagen die nicht. Mhm. Ja, wir müssten, der andere müsste uns am Herzen liegen. Mhm. Und das ist die Nächstenliebe. Dass es uns wichtig ist, dass nicht nur wir uns selbst befreien von all diesen Fesseln, sondern dass wir auch versuchen, so gut es geht, zu verhindern, dass andere gefesselt werden oder dass die sich selbst fesseln. Und dann auch nicht mehr frei sind. Und das geht, glaube ich, nur über dieses Konzept, was wir da im Westen entwickelt haben und bis heute aber noch nicht umsetzen konnten. Hm. Also ist sicherlich über 2000 Jahre alt, dass wir das stehen haben. Das ist auch interessant, sich so eine Figur wie Jesus anzuschauen, weil er eigentlich alles verkörpert, was ein Mensch des 21. Jahrhunderts mit sich bringen müsste. Der macht niemanden zum Objekt, der nutzt niemanden aus, der hat was zu verschenken, der wahrt seine Würde. Also alles da. Und als Bild seit 2000 Jahren da und hat nichts genützt. Wir sind immer noch so unterwegs, wie damals, als das Bild entworfen worden ist. Und das ist das, was ich meine, da hat sich nichts entwickelt. Und die Antwort, warum sich das nicht entwickelt hat, ist, weil wir seit dieser Zeit immer diese hierarchischen Ordnungen haben. Und die lassen das nicht zu. Ja. So, und jetzt sind die aber gescheitert an sich selbst. Und jetzt könnten wir darüber nachdenken, wie wir das hinkriegen. Diese Nächstenliebe. Und diese Möglichkeit, dass wir uns gegenseitig helfen, unsere Träume zu verwirklichen, anstatt uns gegenseitig zu sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Sehr gute Brücke heute zu unserer abschließenden Frage, die in keinem Träum-Weiter-Talk fehlen darf. Was ist Ihr Traum? Also, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich da mit so einem kleinen Streichelzoo unterwegs war mit den Kindern. Und dabei habe ich ganz tief in meinem Herzen eine unglaubliche Liebe zu dieser Vielfalt von Lebensformen entwickelt. Und ich finde es einfach bezaubernd und es rührt mich jedes Mal zu Tränen, wenn ich sehe, was für Formen und Vielfalt diese Evolution auf diesem Planeten hervorgebracht hat. Und ich halte es nicht aus, zuschauen zu müssen, wie eine vorübergehend verrückt gewordene Spezies dabei ist, diese ganze Vielfalt zu ruinieren.
Ich weiß, dass sie das nicht ewig weitertreiben kann, aber mir tut es um alles leid, was da unterwegs auf der Strecke bleibt, weil das Blatt getrampelt wird. Mhm. Und ich glaube, das ist der Traum, dass es gelingen könnte, dass Menschen aufwachen und aus diesem, mit diesem Wahnwitz aufhören und endlich Teil der Natur werden und, oder nicht Teil, sind sie ja sowieso, aber dass sie sich wieder bewusst werden, dass sie Teil der Natur sind und dass unsere Aufgabe eigentlich darin besteht, das zu schützen und diese Vielfalt zu mehren und dazu beizutragen, dass es noch bunter wird auf der Welt, anstatt sie nach den Organisationsprinzipien eines Wirtschaftssystems so flach zu machen und so einseitig zu machen, dass dabei alles zugrunde geht. Ich habe viele Träume, aber einer war definitiv, mit Ihnen über das Thema zu sprechen. Ich habe vor 2 Monaten ein Vision Board gestartet bei mir im Büro, großes Plakat aufgehängt mit meinen Träumen weiter, Traumgästen, und da war Ihr Porträt mit drauf, und jetzt auch danke, lieber Ali, für die Möglichkeit, lieber Peter Schiebeck. Ist wirklich ein Traum wahr geworden, weil ich liebe es, diese Erkenntnisse und Erfahrungen einerseits für mich aufzunehmen und zu lernen und vor allem das auch mit unserer Community zu teilen. Und ich glaube, es braucht ganz, ganz viele Menschen, die sich erstens einfach bewusst werden, wer sind sie überhaupt und was ist ihr Weg ist, und dann in ein größeres Ganzes mit einbringen und insofern ja, auch in einer gewissen Form gemeinsam träumen. Und es fängt immer damit an, dass einer träumt, aber dass er dann auch begreift, dass er den Traum, den er hat, alleine nicht umsetzen kann. Also entweder geht es nur mit anderen oder auf Kosten von anderen, aber alleine geht es eben nicht. Wunderschönes Abschlusswort, Jutta. Vielen Dank. Okay. Danke für die Zeit, und ich freue mich schon auf den Event heute Abend. Schön, alles Gute. Jetzt haben wir sicher überzogen, gell? Hallo.